Im Jahre 1940 erlebte England die ersten Großangriffe deutscher Bombengeschwader, die unter starkem Jagdschutz eingesetzt wurden. Wieder ein Deutscher! Dein Gefangener? Jawohl. Los, ihr beiden. Ihr bleibt beim Flugzeug. Gefangenentransport. Ein Gefangener. Unterschrift. Kommen Sie. Steigen Sie aus. Schönen Dank fürs Mitnehmen und für Ihre überaus reizende Unterhaltung. Sind wir hier in einem Kriegsgefangenenlager? Ich übergebe ihn. Bitte. Kommen Sie mit. Teilung. Halt! Wachtmeister, würden Sie mich bitte sofort Ihrem Kommandeur melden? Habt ihr hier etwa alle die Sprache verloren?
wieder ein deutscher Pilot, Sir. Sein Name ist Franz von Werra, sitzt in Nummer 13. Schon mit der Bewachung gesprochen? Jawohl. Alle Vorschriften befolgt bei der Überführung? Jawohl. Das übliche Verhör, Sir? Ja, geben Sie mir die Akte. Irgendwelche Vorkriegsunterlagen? Jawohl, 1935 in die Luftwaffe eingetreten. Seine Akte wird gerade noch vervollständigt. Bleiben Sie da stehen. Sie dürfen ruhig etwas höflicher sein. Sie werden nicht dran sterben. Darf ich bitten, Mr. Werra? Wohin bringen Sie mich jetzt? In ein Kriegsgefangenenlager, hoffe ich doch. Was für einen Rang hat er jetzt? Er ist Oberleutnant, Sir. Aha. Jawohl, Sir, genau wie Sie. Los, rein mit ihm. Jawohl. Sie verschwenden Ihre Zeit, Captain. Ach, guten Tag. Sie wissen meinen Namen, meinen Dienstgrad und die Nummer. Und weiter sage ich nichts. Das sollen Sie ja gar nicht. Ich wollte Sie nur mal kennenlernen und hören, ob alles in Ordnung ist. Wie ist die Behandlung hier? Fühlen Sie sich wohl bei uns? Nein. Ich möchte sofort in ein Kriegsgefangenenlager überführt werden. Das kommt schon noch. Haben Sie keine Angst. Zigarette? Nehmen Sie doch Platz, Herr Oberleutnant. Ich glaube, den Posten brauchen wir wohl nicht. Brauch Sie nicht mehr, Thompson. Jawohl, Sir. Sie wissen, dass Sie uns hier kein Unbekannter sind. Wir haben schon viel von Ihnen gehört. Wenn Sie vielleicht auch gehört haben sollten, dass ich auf Schmeicheleien hereinfalle, dann hat man Sie belogen. Reinfallen? Was meinen Sie damit? Ist denn das hier kein Verhör, Captain? Um Gottes Willen, eine kleine Plauderei am Kamin. Und wir sind auch nicht ganz so dumm, wie Sie anzunehmen scheinen. Oder glauben Sie, wir halten alle deutschen Offiziere für Idioten und Verräter? Vielen Dank. Ich werde Sie zu Hause lobend erwähnen. Sehr nett von Ihnen. Oh, Sie haben ja gar keinen Aschbecher. Das war mal eine deutsche Granate im Ersten Weltkrieg. Wie neugierig, wer diesmal gewinnt. Wenn ich es Ihnen sage, werden Sie mir böse sein, Captain. Ich möchte wissen, wo Ihr Deutschen euer Selbstvertrauen hernehmt. Soll ich es Ihnen verraten? Seien Sie vorsichtig. Ich möchte nicht zum Verrat von Geheimnissen verleiten. Ach was. Glauben Sie nicht, dass Sie gewinnen? Es gibt nichts Wichtigeres im Kampf als Moral. Und die hängt ab vom Glauben. Und wir glauben, dass wir stark sind. Stärker als ihr. In jeder Beziehung. Und da gibt es bei euch gar keinen Zweifel? Absolut nicht. Ich sehe den Verlauf dieses Krieges klar vor Augen. Ihr Engländer habt viele Möglichkeiten, aber sie werden nicht, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Zur Entfaltung kommen? Zur Entfaltung kommen. Es wird alles viel zu schnell gehen. Da könnte was Wahres dran sein. Ja, ganz bestimmt. Wir bewundern es alle sehr, dass ihr Briten euch entschlossen habt, alleine weiterzukämpfen, aber es ist hoffnungslos. Wenn ihr das nur einsehen würdet. Herr Oberleutnant, Sie zersetzen meine Wehrkraft. Eigentlich müsste ich das wohl mit Ihnen versuchen. Es verlohnt sich kaum. In ein paar Wochen
ist das alles sowieso vorbei. Reden immer alle denselben Quatsch. Ich muss sagen, ich fand alles sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Aber bitte, es war mir ein Vergnügen. Captain? Ja? Darf ich eine Frage stellen? Wann bekomme ich meine Sachen wieder und wann werde ich ins Gefangenenlager übernommen? Sie haben gesagt, eine Frage. Wann werde ich ins Lager kommen? Warum wählen Sie gerade diese Frage? Ich möchte gern mit meinen deutschen Kameraden zusammen sein. Wann darf ich damit rechnen? Ich hoffe bald. Achtung! AF, bitte Abwehrdienst Cockfosters. Abwehrdienst Cockfosters. ADIK. Hallo? Hier spricht M.I., London Catch, Sir. Von Vera. Erstes Verhör. Aber so das Übliche, wie? Nein, irgendwie ist er schon auffallend. Natürlich redet er ungefähr so wie die anderen. Bloß ich habe das Gefühl, er glaubt selbst nicht dran. Aber er hat ein sehr betontes Ehrgefühl. Ist er ein überzeugter Nazi? Nein, Sir. Der einzige Führer, auf den er schwören würde, ist er selber. Ein ziemlich rauer Bursche, dabei misstrauisch und clever. Ja, Sir, ich denke auch. So wird's wohl am besten sein. Das kann Erfolg haben, ja. Gut, dann schicken Sie mal so schnell wie möglich rüber. Jawohl, Sir. Er ist spätestens morgen Nachmittag bei Ihnen. Gute Nacht. Ach, der berühmte Oberleutnant von Werra. Mit wem möchten Sie denn gerne zusammen sein? Wir haben eine ganze Menge von Ihren Kameraden hier. Ich verlese gleich mal eine Liste mit Namen und Sie sagen, wen Sie kennen. Da haben wir zum Beispiel Leutnant Fritz Wolf, Oberleutnant Heinrich Mannheim, Leutnant Peter Kleinert. Nein? So werden Sie meine Einheit nicht rausbekommen. Oh. Ein Missverständnis. Ich hatte Ihnen nur einen Gefallen tun wollen. Weiter nicht. Na schön. Also dann wollen Sie bitte mitkommen. Oberleutnant von Werra. Franz, Mensch, ich werd verrückt. Nicht ärgern, es war nicht Ihre Einheit, die wir wissen wollten. Oh, Karl, Karl! Wie geht's dir? Sag mal, wie bist du denn erwischt worden? Haben Sie dich abgeschossen? Mann, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie man hier... Sei ruhig. Was? Wie lange bist du schon in diesem Zimmer, Karl? Ungefähr eine Stunde. Warum? Was ist denn los? Was hast du denn? Irgendwo ist ein Mikrofon hier im Zimmer. Da möchte ich drauf schwören. Oder glaubst du, die sperren uns ohne Grund hier zusammen? Fass mal mit an. Ah ja, da ist das Ding. Ziemlich primitiv, kann ich nur sagen. Er hat Attrappe gefunden. Bravo, sieh mal an. Das ging ja schneller als gewöhnlich. Wie bist du denn da drauf gekommen? Dazu gehört ja nicht so ungemein viel Verstand. Kann man das Fenster öffnen? Ja, ich hab's vorhin selbst schon aufgehabt. Ah, verstehe. Wir unterhalten uns aus dem Fenster raus. Dann können Sie uns im Mondschein begegnen. Na bitte. Wer ist denn sonst noch hier? Heini Mannheim, Fritz Wolf. Wagner und Hartmann müssen auch irgendwo sein. Hast du jemand gesehen? Ich? Niemand. Bin in Einzelhaft seit Tagen. Bist du schon oft verhört worden? Die erfahren nichts von mir. Ich habe gehört, die Invasion... Sei mal ruhig, Karl. Da haben wir's. Die Jungs haben uns aufs Kreuz gelegt. Hallo, RAF. Abwehrdienst. Hallo, RAF. Ich spreche hier über das Mikrofon am Fenster von meinem Zimmer. Hier ist Oberleutnant von Werra. Ich rufe die RAF. Wie bin ich zu verstehen? Werra untersucht Ihre lange Leitung. Sie, Oberleutnant, raus.
Ich möchte sofort den Kommandanten sprechen. Später. Ich möchte mich waschen und rasieren. Später. Und etwas zu lesen. Später. Ist denn so etwas möglich? Ich muss auf die Toilette zum Donnerwetter. Alles später. Na schön. Wann komme ich denn endlich zum Verhör? Sergeant, später. Jetzt.13 Flugzeuge abgeschossen im Luftkampf. 6 am Boden zerstört. Da haben Sie verdammt viel Glück gehabt, Oberleutnant. Damit Sie es gleich wissen, Herr Oberstleutnant, ich sage Ihnen nichts. Es ist mir jedenfalls eine große Genugtuung, einen so gefährlichen Kollegen von der Gegenseite unschädlich zu wissen. Haben Sie mich etwa neulich höchstpersönlich abgeschossen? Sie sind doch wohl der Oberleutnant von Werra, den ich meine. Das müssen Sie selber rausfinden. Ich habe nur pro forma gefragt, bei uns besteht darüber kein Zweifel. Ich will Ihnen auch gleich sagen, dass wir uns für gewisse Spezialausrüstungen interessieren, die Sie vor kurzem erhalten haben. Wer kümmert sich jetzt übrigens um Ihren Talisman, den kleinen Löwen Simba? Ihr alter Freund Zannemann vielleicht? Woher? Sie haben es weit gebracht, seit Sie im Jahre 1935 zur Luftwaffe eingezogen wurden. Vom einfachen Soldaten zum Oberleutnant Franz von Werra. Magazintitelheld und Liebling aller kleinen Mädchen. Sie sind nicht nur ein braver Soldat, sondern Sie haben auch einen ausgesprochenen Sinn für wirkungsvolle Aufmachung. Während Ihre Kameraden sich mit Hunden, Katzen und Meerschweinchen als Talisman begnügen, da muss es bei Ihnen ein junger Löwe sein. Hier haben wir eine deutsche Radiozeitung. Hör mit mir. Die Nummer vom 24. August 1940. Deutsche Bomber fliegen über London und Sie beschäftigen sich mit dem Löwen irgendeines Piloten. Ihre Sorgen möchte ich haben. Hier habe ich noch was. Sind Sie das nicht, der da an dem Flugzeug lehnt? Das könnte jeder x-beliebige sein. Einer von vielen tausend deutschen Piloten. Sie können doch ruhig zugeben, wer Sie sind. Das Bild verrät Sie sowieso. Der Siegelring, der steife Zeigefinger. Von mir erfahren Sie nichts. So, wirklich nicht? Ich kann nichts dafür, wenn unsere Zeitschriften meine Einheit verraten. Die tun das nicht. Sie tun's. Das ist doch dein Leutnant. Wollen Sie mir sagen, wann Sie befördert worden sind, oder soll ich es Ihnen sagen? Das war ein Tag nach Ihrer berühmten Rundfunksendung am 30. August. Kurz nach Ihrem großen Sieg, Oberleutnant. Der Deutsche Rundfunk feierte Ihren Erfolg als einen der allergrößten Luftsiege überhaupt. Stimmt das nicht? Ich weiß nicht mal, wovon Sie sprechen. Deutschlandsender auf 1571 Meter. Britische Sommerzeit, 6 Uhr nachmittags,
In deutscher Sprache, für Deutschland. Die Themse lang. Das ist doch wohl Ihre Stimme, Oberleutnant. Und dann quer über den Kanal. Während ich so auf die Mündung zufliege, da sehe ich plötzlich zu meiner Linken, ungefähr 300 Meter vor mir, 6 Hurricanes in aufgeschlossener Form. 6 Hurricanes, die eben landen wollten. Ihre Fahrgestelle, als wären sie gerade 3 in der Luft abgeschossen und 4 oder 5 weitere am Boden zerstört. Als wäre ich ein Teil dieser Formation. Ich will mit Ihnen ganz offen reden. Wir interessieren uns für gewisse Spezialausrüstungen, wie ich vorhin schon sagte. Vor allem aber für diese neuen Zielgeräte, mit deren Entwicklung ihr uns voraus zu sein scheint. Zum Beispiel hierfür. Ein Bericht über Ihre neuen Blindfluggeräte. Ich weiß, Sie halten mich jetzt für plump und naiv. Aber andererseits wären wir sicher auch nicht kleinlich. Sie kann ganz ruhig reden. Es wird niemand was davon erfahren. Ich habe die Dinger nie zu Gesicht bekommen. Wollen wir nicht vernünftig reden? Ich habe wirklich keine Ahnung davon. Überlegen Sie sich das nochmal. Schauen Sie. Nehmen wir einmal an, Sie sind zwar der von Vera, den wir meinen, aber Sie hätten in Wirklichkeit die Flugzeuge überhaupt nicht abgeschossen. Es klingt sowieso ziemlich unglaublich, wenn jemand behauptet, er wäre hinterhergeflogen, hinter 6 Hurricanes und nicht bemerkt worden. Zumal ja wohl auch bei euch bekannt ist, dass das letzte Flugzeug die Formation nach hinten absichert. Nehmen wir mal an, wir würden auf dem Standpunkt stehen, dass Ihre Luftzüge Schwindel waren. Wie würden Sie dann dastehen? Als Aufschneider? Als Lügner? Wie würde sich das mit Ihrem Ehrgefühl vertragen? Das hat alles gar nichts mit mir zu tun. Dieser Mann hier heißt von Verrer, E-R. Mein Name endet mit A. Und er ist nur Leutnant, da. Ist das alles, was Ihnen einfällt? Hören Sie mal zu. Angenommen, wir würden verbreiten, dass die Abschüsse nicht auf Wahrheit beruhen. Dass Sie Ihr ganzes Heldentum selbst erfunden haben. Wie wären das? Was meinen Sie wohl, wie Ihre Kameraden im Lager das aufnehmen würden? Und was das für ein Leben wäre, das Sie dann mit Ihnen führen müssten? Angenommen, ich wäre dieser Leutnant von Verrer. Angenommen, verstehen Sie? Dann würde ich Ihnen raten, sagen Sie meinen Kameraden, was Sie wollen. Sie glauben wohl, bei uns kann jeder erzählen, was er will. Keine Spur, wir müssen alles beweisen, durch Augenzeugen oder Fotos. Und wenn Ihre Kameraden die Beweise nie gesehen haben? Dann gibt's noch eins, das vollkommen genügt. Für die Kameraden des Leutnants von Verrer. Und das ist sein Wort. Das Wort eines deutschen Offiziers und mitgefangenen Kameraden. Gegen Ihr Wort. Gegen das Wort eines feindlichen Abwehroffiziers. Welches von beiden wird da nun wohl gelten? Das von Ihnen oder von ihm? Und dann bleibt ja wohl noch die Frage, was Sie schon groß davon hätten. Selbst wenn sich Leutnant von Verrers Angaben als Lüge erweisen sollten, glauben Sie im Ernst, ich würde mir Ihr Schweigen zu erkaufen versuchen durch Verrat? Immer angenommen, ich wäre dieser Offizier. Hier hat noch einer was geschrieben über Ihre Luftziege, und zwar Ihr Freund Harry Gehm in der BZ am Mittag. Der schreibt Ihren Namen richtig, hinten mit A. Und erwähnt auch Ihre Beförderung. Na, Herr Oberleutnant, was sagen Sie nun? Ich werde stets nur eins sagen. Nein. Aber Sie geben zu, dass Sie sind. Ich gebe nur zu, dass Sie möglicherweise die Macht haben, mir das Leben zur Hölle zu machen bei meinen Kameraden. Aber wenn ich Ihnen irgendwelche militärischen Geheimnisse verrate, dann mache ich mir selber das Leben zur Hölle. Seien Sie beruhigt. Ich werde Ihrer Tugend nicht weiter nachstellen, Oberleutnant. Also, schicken Sie mich jetzt ins Gefangenenlager? Sie fragen das ein bisschen sehr oft. Sie werden uns nicht entwischen. Herr Oberstleutnant, ich wette mit Ihnen um 10 Flaschen Champagner gegen 10 Zigaretten, dass ich Ihnen todsicher entwische, in weniger als 6 Monaten.
Frühinspektion in 20 Minuten, Sir. Ah, danke. Hier, wollen Sie das mal lesen? Es sieht so aus, als ob die Deutschen ihre Invasion aus irgendwelchen Gründen abgeblasen hätten. Es gibt Arbeit für uns. Sie denken an Fluchtversuche? Ich kann mir nicht denken, wie einer hier rauskommen sollte. Die wollen auch gar nicht, dass Sie sich das denken. Es wird nötig sein, alle Maßnahmen zu verschärfen. Nehmen Sie mal Ihr Notizbuch. Jawohl. In den letzten Monaten gab es hier viele Pläne. Von Kameraden, die hier schon jeden Winkel kannten. Und Sie sind erst 10 Tage hier. Warum hast du so eilig? Du hast wohl zu Hause vergessen, den Wasserhahn abzudrehen. Oder glaubst du vielleicht, der Krieg wäre ohne dich nicht zu gewinnen? Und da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Vielleicht hat er Angst, dass ihm inzwischen alle seine Freundinnen untreu werden. Die Invasion steht sozusagen vor der Tür. Wozu also noch ein Fluchtversuch? Die Invasion ist verschoben, ich sag's Ihnen doch. Aber das ist unmöglich und ich glaub's auch nicht. Sie wollen's bloß nicht glauben. Ich weiß es aber. Ich muss hier verschwinden. Und irgendeiner muss ja zu Hause berichten über diese raffinierten englischen Verhörmethoden. Ich kann die Schnauze halten. Und ihr alle sicher auch. Aber viele fallen drauf rein und merken es nicht mal. Ich muss zu Hause berichten. Und außerdem bin kein Freund von Stacheldraht. Also, wie ist Ihr Plan? Mein Plan ist so. Wir haben doch täglich einen Ausmarsch. Wenn wir zum Tor rauskommen, dann biegen wir manchmal ab nach rechts, manchmal nach links. Rechts ist ganz aussichtslos. Wir müssen unbedingt links rum. Dann geht's hier die Straße lang. Das ist die Stelle, wo wir immer halten und rasten, bei dieser Mauer. So, die Tommys sind für gewöhnlich auf der anderen Seite der Straße. Hier. Na, und weiter? Im Schutze unseres Haufens lege ich mich auf die Mauer. So ungefähr. Und warte, bis wieder aufgebrochen werden soll. Dann lasse ich mich fallen, von der Mauer runter, auf die andere Seite. Dann renne ich. Soweit die Mauer reicht, kann ich nicht gesehen werden. Da bin ich aus dem Blickfeld der Tommys. Und hier, an dieser Biegung, wo ich immer noch außer Sicht bin, da gehe ich über die Straße. Dann laufe ich in den Wald und da warte ich, bis es dunkel ist. Und dann? Wir sind hier auf einer Insel. Ich schlag mich durch querfeldein nach Liverpool. Ein neutrales Schiff. Morgen, Wilson. Morgen, Sir. Und wenn die Soldaten nicht da stehen, wo sie für gewöhnlich stehen, dann werden sie entdeckt an der Mauer. Etwas Glück braucht man natürlich. Das gebe ich zu. Lassen Sie nur mal was kommen, was nicht vorgesehen ist. Ein Lastwagen, ein Radfahrer. Irgendwas kommt da zufällig lang. Erledigt. Ich komme. Eins würde mir sehr helfen. Wenn der Ausmarsch erst am Nachmittag sein könnte, statt früh morgens, dann brauchte ich nicht so lange zu warten, bis es dunkel ist. Wir werden es uns überlegen. Wache! Stillstand! Wir beginnen heute mit dem Aufenthaltsraum, Major. Jawohl, Sir. Nehmen Sie Platz, meine Herren. Irgendwelche Beschwerden? Ich möchte Sie warnen. Nachdem sich gewisse Pläne geändert zu haben scheinen, wie Sie sicher wissen, mag es so manchen geben, der an Flucht denkt. Ich möchte Ihnen dringend davon abraten, sowas zu versuchen. Wenn Sie wirklich schon aus dem Lager entkommen sollten, was sehr unwahrscheinlich ist, so sind Sie in einer Gegend, in der Sie wahrscheinlich vor Hunger und Kälte umkommen würden. Das wäre alles. Wir hätten da noch eine kleine Bitte, Herr Kommandant. Ja? Könnten wir wohl unseren Ausmarsch von jetzt an statt morgens am Nachmittag haben? Warum? Wir wollten morgens gerne unsere Fortbildungskurse ansetzen.
Schön, von mir aus. Veranlassen Sie das, Singleton. Jawohl. Vielen Dank. Da ist bestimmt was im Gange. Gefangene haben sonst gewöhnlich immer Beschwerden, schon aus Prinzip. Wenn sie keine haben, dann seien sie auf der Hut. Ich war selber mal in Gefangenschaft. Da ist irgendwas los, das spüre ich genau. Glauben Sie, dass das irgendwas mit dem Ausmarsch zu tun hat? Wie stark ist die Begleitmannschaft für gewöhnlich? Ein berittener Sergeant und 4 Mann, Sir. Lassen Sie die Mannschaft verdoppeln. Für alles andere sorge ich. Jawohl, Sir. Sind Sie entkommen damals? Hä? Ja, natürlich. Geben Sie mir das Wehrkommando 1 und dann die Polizei. Meine Herren, in 3 Gliedern antreten. Wir müssen links rum. Wache, Stege, Stand! Nimm gleich Schritt, Marsch! Link schwenkt! Marsch! Rast an der üblichen Stelle, Sergeant! Yes, sir. Sie wollen mir wohl ein paar Äpfel verkaufen. Ja, bitte. Hast du Nachricht von deiner Frau? Wie viel wiegt denn dein Bengel jetzt schon? 27 Pfund. Donnerwetter. Das ist keine Ahnung. Wirklich erwachsen. Ich hoffe, Ihr Pferd wird heute noch satt, sonst warte ich auch noch. Jawohl. Fertig machen. Alles antrinken.
Nase nach vorn, los! Hallo, euer Gefangener! Seht doch, da hinten läuft der! Hallo! Hey, stopp! Hallo! Fluchte Weiber, wenn die bloß eine Hose sehen! Komm, Juni! Sehen Sie mal durch, Sergeant. Stehen Sie still! Vierundzwanzig müssen es sein. 23, Sir. Los, hinterher, Sergeant. Wo wir gehalten haben. Corporal Wilson, rufen Sie an bei uns und melden Sie sich dem Kommandanten. Jawohl, Sir. Also, wer ist das? Kommandant Greisdell. Gut, danke. Senden Sie Mr. Singleton mit der Abteilung sofort zurück. Bei etwaiger Aufsässigkeit sofort schießen. Geben Sie mir den Bezirkskommandeur. Blitzgespräch. Hier spricht Greisdell, Sir. Fluchtverhinderungsplan B. Ein deutscher Offizier entflohen, wahrscheinlich in westlicher Richtung. Polizeistation Coniston. Blitzgespräch. In den Nordbezirken Londons. Einiger Schaden entstand in einer Stadt im Südwesten von Wales. Und bei Dover wurde eine Ballonsperre zweimal angegriffen. Hier noch eine Polizeimeldung. Heute Nachmittag um 15.15 Uhr ist ein deutscher Fliegeroffizier aus einem Gefangenenlager im Nordwesten von England entflohen. Er trägt ein blaues Hemd, schwarze Lederjacke und Hose und schwarze Stiefel. Er hat keine Kopfbedeckung und keinen Mantel. Er ist hellblond, untersetzt und hat blaue Augen. Er ist glatt rasiert und der Zeigefinger der rechten Hand ist steif.
Mitteilungen und Hinweise über seinen Verbleib. Nimmt jede militärische oder Polizeidienststelle entgegen. Ende der Nachricht. That is the end of the news. Ja, Sir, 5 Tage sind es jetzt. Zuletzt ist er nahe der Küste gesehen worden, aber kann natürlich wieder umgekehrt sein. Ja, morgen werden wir das ganze Gebiet zwischen Coniston und dem Dutton durchkämmen. Die Armee von Norden und die Polizei von Süden und Osten. Ja, wir kriegen ihn. Wie steht's? Gar nicht. Pure Zeitverschwendung, die ganze Sache. Na, wieso denn? Gute Abwehrübung bei der feindlichen Landung. Wird Ihnen gar nichts schaden. Jawohl, Sir. Hey, kommt mal hier rauf! Ich kann ihn von hier aus sehen! Sergeant Filsen! Da rauf, Mann! Gut aufpassen!
Er hat sich bestimmt geirrt, Sir. Sehen Sie den dunklen Fleck da im hohen Gras? Jawohl, Sir. Gehen Sie mal darauf zu. Jawohl, Sir. Noch weiter, Sir? Ja, noch weiter. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Tot? Nein, noch nicht. Aber beinahe. Fragen Sie mal, ob jemand eine Zeltbahn übrig hat oder sowas. Bestimmungen der Genfer Konvention habe ich das Recht, Sie mit 30 Tagen Einzelhaft zu bestrafen. Jeder Soldat muss versuchen zu fliehen, wenn sich die Chance bietet. 21 Tage Einzelhaft. Und dann werden Sie in ein anderes Lager überführt. Verdammter Mist. Also, kommt. Alles aussteigen! Alles aussteigen! Derby! Alles aussteigen! Alles aussteigen! Wann geht der nächste Zug nach Swanwick? Tut mir leid, lieber Freund. Heute kommen Sie da nicht mehr hin. Darf ich mal das Lager anrufen? Damit die den Burschen da abholen? Bahnhof Derby, nehmen wir an, ist ein Telefon. Danke. Ja? Ja? 8 Uhr früh, 4 Wagen reservieren. Jawohl. Bedeutet das nicht Fliegeralarm? Tasse Tee? Ja, danke. Also, geht mal durch. 2 Waggons? Ja, ist gut. 19:15 Uhr, Dienstag, den 17. Sonst noch was? Na schön. Was? Ach ja, danke. Hat sie die Schokolade gekriegt? Na also, wiederhören. Die schicken mir einen Wagen rüber. Na, großartig. Wo liegt denn dieses Swanwick? Werden Sie schon sehen. Da kommen Sie sicher nicht raus. Die Deutsche Swanwick Tiefbaugesellschaft. Ab heute in Betrieb.
Aufhören! Nochmal. Okay. Ihr müsst nochmal aufhören. Eins, zwei, drei. Mein Freund und ich, wir haben gewettet. Ich behaupte, auf der britischen Erkennungsmarke steht Name, Nummer und Religionsbekenntnis. Mein Freund will es nicht glauben. Wer hat recht? Also bitte, überzeugt euch selbst. Ha, ich habe gewonnen. Siehst du? C of E, Church of England. Er hat recht. Ja, tatsächlich. Dankeschön. Na, bitte sehr. Inspektion, alles an die Betten. Komm, nein, nein, zu spät. Ich, pass auf, ich versteck mich hier. Du bist verrückt. Ja. Vernünftig, du wirst ersticken, du kriegst doch gar keine Luft. Mach den Deckel zu und geht raus. Da drin. Die Stube ist nicht belegt, Sir. Machen Sie mal auf. Wir wollen ruhig den ganzen Plan noch mal wiederholen. Hm? Wir alle treffen uns bei dem Bauernhof und dann trennen wir uns. Walter und Heinz? Sheffield und dann Glasgow. Und dann suchen wir beide uns ein neutrales Schiff. Ja, und Johannes und Ernst Manchester, dann Liverpool. Ja, und du, Franz? Ich bin Captain Willem van Lott, holländischer Pilot. Spezialbombergeschwader. Basis in Dyce, Aberdeen. Ja, sag mal, Franz, du hast uns überhaupt noch nicht erzählt, was du vorhast. Ich habe vor, mir ein englisches Flugzeug zu verpassen. Hört mal. Ah, da sind sie schon wieder. Ja.
Seid ihr fertig? Wo ist Walter? Ich komme ja schon. Was ist denn das? Für meine Freundin in Hamburg. Die ist ganz verrückt auf Schokolade. Habe ich gespart. Hoffentlich ist noch was übrig davon in Hamburg. Und vergesst nicht, beim Bauernhof. Viel Glück. Also ein Beinbruch. Entschuldigen Sie, wo ist Ihr Telefon? Ich bin abgestürzt. Hä? Ich bin ein Pilot. Abgestürzt. Musste notlanden. Da hinten. Ist das die Möglichkeit? Hören Sie, ich muss telefonieren. Mit dem nächsten Flugplatz der RAF. Telefon! Ach so, Telefon. Die haben da eins im Büro. Na, dann führen Sie mich mal hin. Sie sind aber kein Engländer. Nein, Holländer. Ach so, hierauf. Ach, kann der mal telefonieren? Er ist ein holländischer Pilot, er ist abgestürzt. Ich muss mich sofort mit dem nächsten Flugplatz der RAF in Verbindung setzen. Sie sind abgestürzt? Wo denn? Auf einem Feld. Nah der Bahn. Kann sein ungefähr, na, vielleicht so 5 oder 6 Kilometer von hier. Und Ihre Besatzung? Oh, wir hatten ziemlich viel Glück. Die Jungs sind bei der Wellington. Aber wir müssen abgeholt werden. Wir müssen zurück zu unserer Basis nach Aberdeen. Also, würden Sie bitte anrufen. Es ist furchtbar eilig. Nein, vielen Dank. Der 6.22 Uhr muss gleich kommen. Haben Sie was dagegen, wenn ich... Aber nein, durchaus nicht. Verbinden Sie mich mal mit der Polizei, bitte. Aber nicht doch, die RAF, bitte. RAF. Hallo, Polizei? Ihr Fahrkartenschalter Codnor Park. Bei mir ist ein holländischer Pilot, der sagt, er wäre abgestürzt, ein paar Kilometer von hier. Sein Name ist... Captain Van Lott. Captain Van Lott. Ja, er sagt, er ist Holländer. Wellington? Ja, ich habe da keine Bedenken. Ja, ist wohl das Beste. Schönen Dank. Wieso rufen Sie die Polizei an? Ich muss möglichst schnell zur RAF. Die Polizei wird gleich hier sein. Die kann Ihnen besser helfen als ich. 2x Keys Cross, bitte. Bitte schön. Hey, Joe, da kommt er schon. Bitte schön. Oh, ich muss unbedingt sofort zum Flugplatz. Ja, die Polizei kommt ja gleich. Und nach Hacknoll sind es nur ein paar Kilometer. Da sind sie bald da. Hackner? Ah ja, Hackner, ja, ja. Da liegen doch die Langstreckenbomber, nicht wahr? Ich dachte, eine Flugschule. Schauen Sie, ich... Ich sag's Ihnen im Vertrauen. Ich gehöre zu einem Spezialbombengeschwader. Und gestern Nacht haben wir ein neues Zielgerät ausprobiert. Und dann gab's Bruch. Alles aus. Ich musste schnell wie möglich zurück zu meinem Flugplatz. Saukalt! Na schön, ich kann ja Hacknoll mal anrufen. Was kann schon groß passieren? Sehr nett von Ihnen. Die sollen mich mit dem Wagen abholen. Ja, geben Sie mir Hacknoll, die RAF bitte. Ach, Captain, geben Sie mir doch mal Ihre Einheit und so weiter. Hier ist ein Zettel, schreiben Sie es auf. Mhm. Wen soll ich denn da verlangen? Den Kommandeur. Hallo? RAF Hacknoll? Würden Sie mich bitte mit dem Kommandeur verbinden?
Hier spricht MacArthur. Was? Nicht der General. Nur der Schalterbeamte von der Warnstation Cotner Park. Ja. Hören Sie, ich habe hier einen holländischen Piloten, der ist abgestürzt in der Wellington. Wer? Moment mal. Genügt der Offizier vom Dienst? Ja, natürlich. Reden Sie nur mit ihm. Hallo, ja? Cotner Park, Fahrkartenschalter. Es ist wegen dem holländischen Piloten, der Aber irgendwer muss sich doch um ihn kümmern. Er sagt, er will abgeholt werden nach Hacknall. Ja, gut, Moment. Er will Sie sprechen. Aha, danke. Danke. Captain Van Lott, wer ist dort? Offizier vom Dienst Hacknall. Guten Tag. Ich höre, Sie haben Pech gehabt mit Ihrer Maschine. Womit kann ich Ihnen helfen? Verstehe. Wo ist denn Ihre Basis? Dice? Wo ist denn das? Ach so, in Aberdeen. Ja, die kenne ich. Das Merkwürdige ist nur, wir haben noch gar nichts gehört von dem Absturz. Spezial was? Ach nein, Sie haben recht, das geht natürlich nicht am Telefon. Und deshalb dachte ich, vielleicht lassen Sie mich abholen mit dem Wagen. Es wird nämlich bald eine Maschine rüberkommen von Aberdeen. Dann möchte ich dort sein. Tja, da bleibt mir wohl nichts übrig. Also gut, mein Lieber, ich schicke Ihnen gleich einen Wagen hin nach Cotner Park und hol Sie ab. So vielleicht in 20 Minuten. Wiedersehen. Fahrer vom Dienst. Ja. Sie müssen gleich mal rüberfahren zur Bahnstation Cotner Park und einen Offizier abholen. Der nennt sich Captain Van Lott. Captain Van Lott, Sir? Ja, ein holländischer Offizier. Jedenfalls sagt er das. Und bringen Sie ihn gleich zu mir. Hier, nehmen Sie meine Pistole mit. Vielleicht stimmt das, was er sagt. Wahrscheinlich sogar, aber man kann nie wissen. Aber nichts merken lassen. Behandeln Sie ihn, als ob er einer von uns wäre. Also gut, fahren Sie los. Jawohl, Sir. Und lassen Sie nicht eher aussteigen, bis Sie ihn hier abgeliefert haben, verstanden? Jawohl, Sir. Peng, peng, peng! Und wie war das neue Zielgerät? Oh, großartig. Ich darf leider nicht drüber sprechen, Sie wissen ja. Und plötzlich kommen wir in so einen Scheinwerfer rein und... wann kommt denn endlich der Wagen? Ach, der muss gleich kommen. Es ist ja nicht weit von Hacken. Oh, da ist er ja schon. Vielen Dank für alles, meine Herren. Und, würden Sie mir einen Gefallen tun und der Polizei sagen, ich konnte nicht länger warten? Das wäre nett von Ihnen. Ach, ich dachte, Sie kommen nicht mehr. Jetzt kommt schon ein Wagen von Hacknall und holt ihn ab. Sprechen Sie Deutsch? Natürlich. Die meisten Holländer. Das müssen Sie doch wissen. Vom Küstenkommando sind Sie? Ja, wir haben Esbjerg bombardiert gestern Nacht. Wir wären beinahe draufgegangen dabei. Und Sie haben Bruch gemacht mit der Wellington? Ja, wir hatten bloß noch einen Motor. Wir haben da mächtiges Schwein gehabt. Sie sagen, Sie wären abgeholt von Hacknall? Ja, ich habe selbst mit dem Offizier vom Dienst gesprochen. Ja, das stimmt. Ich habe ihn selbst verbunden. Und der Offizier fand alles in Ordnung? Warum nicht? Warum wollen Sie so schnell nach Hacknall? Ich muss sehen, dass ich zu meiner Einheit zurückkomme. Hören Sie, wir haben ein neues Zielgerät ausprobiert gestern Nacht. Und nun warten Sie zu Hause auf unseren Rapport. Bitte sprechen Sie nicht darüber. Warum haben Sie denn Ihre Besatzung nicht mitgebracht? Und die Geheimausrüstung lassen wir unbewacht da liegen, hä? Das Sonderbare dabei ist nur, dass der Absturz gar nicht gemeldet worden ist. Wann ist es denn passiert? Na, so um 4 Uhr etwa. Wo denn? Das müsste da unten sein, westlich von Langley Mill. Da ist vor ein paar Wochen schon mal einer runtergegangen. Wie konnten Sie denn sehen, wo Sie runterkamen? Ich habe eben Glück gehabt, ne? Haben Sie die Entwarnung gehört? Ja, natürlich. Ungefähr eine Stunde nach unserer Bruchlandung. Hm. Können wir mal Ihren Ausweis sehen? Wachtmeister, Sie wissen ebenso gut wie ich, dass es verboten ist, auf Bombenflügen Papiere mitzunehmen. Noch dazu beim Spezialgeschwader. Captain Van Lott? Ja, das bin ich. Der Wagen von Hacknall, Sir.
Danke, das klappt ja fein. Ich komme. Meine Herren, ich muss mich jetzt verabschieden. Sie entschuldigen mich wohl. Alles Gute und Wiedersehen. Am besten fahren wir wohl gleich zum Kontrollturm. Vielleicht wissen die was Neues von dem Flugzeug, das hier rüberkommt von Aberdeen. Tut mir leid, Sir. Muss ich sofort zum Offizier vom Dienst fahren? Das wäre ja bloß für 5 Minuten. Bedauere, Sir. Ich habe strikten Befehl. Na schön. Das macht ja nichts. Ich wollte nur Zeit sparen. Ah, Hurricanes. Jawohl, Sir. Die machen da Versuche. Geheimsache. Sehr streng sogar. Tatsächlich? Captain Malotzer. Gut, danke. Soll ich ihn gleich wieder... Nein, nein, schon gut. Sie brauchen nicht zu warten. Tut mir leid, dass ich Ihnen Mühe machen muss. Van Lott. Guten Morgen. Ich gehe gleich zum Kontrollturm und warte dort auf mein Flugzeug aus Aberdeen. Aber nein, bleiben Sie doch hier. Hier ist es wärmer. Ja, ja, aber ich habe sehr eilig, wissen Sie? Der Kontrollturm sagt uns sofort Bescheid, wenn Ihr Flugzeug ankommt. Setzen wir uns doch an den Kamin. Ein Wetter. Ziehen Sie doch Ihre Kombination aus. Oh, nein, 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 vielen Dank, das lohnt sich nicht. Die paar Minuten. Haben Sie gefrühstückt? Vielleicht eine Tasse Kaffee? Ich habe bereits bei den Leuten von der Bahnstation gefrühstückt. Haben Sie schönen Dank. Aha. Tja, und als wir gerade dabei sind, kommt die Polizei. Ach. Tja, die waren ziemlich ulkig. So, die Polizei war da? Ja. Und war sie zufrieden? Natürlich, ja, selbstverständlich. Sie waren ein bisschen ärgerlich auf den Schalterbeamten, weil er sie gerufen hatte. Und dann wünschten sie mir Hals- und Beinbruch und dann waren wir, naja, alle Freunde. Herrliche Typen. Wer hat denn Ihre Basis übrigens benachrichtigt von dem Unfall? Ich habe Sie angerufen vorher. Sie sagten, Sie wollten mir ein Flugzeug schicken. Ich verstehe, jawohl. Das Beste wird sein, ich werde da gleich mal anrufen. Dice, Aberdeen. Aber das Flugzeug muss ja jeden Augenblick ankommen. Gut und schön. Aber Sie wissen ja, wie das ist. Dienstvorschrift und so. Hallo. Ich möchte ein Gespräch mit dem Kommandeur vom Fliegerhorst Dice, Aberdeen. Ja, und so schnell wie möglich. Bisschen heiß hier, nicht? Ja. Sie ruinieren sich ja die ganze Uniform unter dem Ding. Oh, nein, 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 das macht dir nichts aus. Das ist sie gewöhnt. Vielleicht nehmen wir jetzt erstmal Ihren Absturz auf. Wann ist das passiert? 4 Uhr morgens. Um 4 Uhr morgens. Den Bahnhof von Essen hatten Sie angeflogen? Esbjerg, Dänemark. Das ist ja das Erste, was ich höre. Britischer Angriff auf Dänemark? Gestern Abend ist es losgegangen. Aha. Haben Sie Ihr Soldbuch da? Mein Soldbuch, ja. Praktisch Ihre Fliegerkluft? Mit Pelz gefüttert? Ja, ja, mit Lammfell. Ich habe sie schon vor dem Krieg gekauft. Ich war lange Zeit Pilot bei der KLM Amsterdam. Offizier vom Dienst. Ach, du bist es. Ja, danke schön. Es ist Entwarnung. Also, Sie wollten mir Ihr Soldbuch ja mal zeigen. Ich hab's nicht dabei. Ich kann's gar nicht bei mir haben. Das dürfen wir nicht während der Einsätze. Verstehen Sie? Spezialgeschwader. Aha. Ja, natürlich verstehe ich das. Aber immerhin, Sie müssen noch was haben, das Sie ausweist. Haben Sie nicht eine Erkennungsmarke? Oh ja, natürlich. Sowas, die hatte ich ja ganz vergessen. Ja. Offizier vom Dienst. Oh ja, schön, verbinden Sie mich. Dice. Hallo? Hallo? Dice? Offizier vom Dienst? Ah, hier ist Hacknell. Wir haben einen Ihrer Piloten hier. Ich gehe mal eben raus. Er heißt Van Lott. Nein, Van Lott. Hallo? Hallo?
Ja, ja, er ist Holländer. Hallo, ich bin getrennt worden. Ich war verbunden mit Dice Aberdeen. Guten Morgen. Ich bin Captain Van Lott von der niederländischen Luftwaffe. Ich habe eben mit dem Offizier vom Dienst gesprochen. Er sagt, Sie könnten mir gleich mal alles zeigen und dann könnte ich einen kleinen Probeflug machen. Ne? Also, welche ist denn startklar? Diese hier wohl, ne? Da sind Sie bei mir falsch, Sir. Wir sind hier die Versuchsabteilung. Ja, natürlich, das weiß ich doch. Der Offizier vom Dienst hat mich extra zu Ihnen geschickt. Ach, Sie sind wohl einer von den Zubringerpiloten vom Luftkommando White Walton? Ja, ja, natürlich. Das ist was anderes, Sir. Dann müssen Sie zur AID-Versuchstelle. Ja, ja, das weiß ich. Da gehe ich später hin. Inzwischen können Sie mir die Kiste mal zeigen. Das kann ich nicht. Tut mir leid, Sir. Sie müssen sich da erst ins Kontrollbuch eintragen und Ihren Papierkrieg erledigen. Ich hol mal den Inspektor. Guten Morgen. Sie wollen also die neuen Hurricanes abholen? Genau das. Dann wollen wir mal die Papiere klar machen. Ja, sofort. Ich wollte mir bloß die Kiste vorher noch mal ansehen. Hilft alles nichts. Sie müssen sich erst mal ins Kontrollbuch eintragen. Dauert nur einen Moment. Oh. So, hier, bitteschön. Wollen Sie so freundlich sein, die nächste Zeile auszufüllen, Sir? Ja, ja, natürlich. Muss ich das wirklich alles ausfüllen? Hm? Nein, nicht unbedingt. Schreiben Sie nur, besucht CAID. Ja. So, bitte sehr. Schön. Kann ich mal den Übernahmeschein haben? Ach so, ja, der Fallschirm und die Papiere, die kommen mit der nächsten Maschine. Muss jeden Moment hier sein. So. Ich möchte mir gern inzwischen mal die neuen Armaturen ansehen. Nur um Zeit zu sparen, verstehen Sie? Von mir aus. Eingetragen haben Sie sich ja nun. Harry, zeigen Sie dem Captain gleich mal die neue Maschine und erklären Sie ihm alles. Er wird sich um Sie kümmern. Danke. Rauchen verboten. Entschuldigen Sie. Sieh mal an, die ist größer als die alte Hurricane. Ne? Jawohl, auch Geschwindigkeit, Bestückung, alles ist besser. Ah, der Kompass. Wie müsste man den einstellen, zum Beispiel, sagen wir mal, auf 120 Grad? Ah, so ist das, verstehe. Danke. Aha. Hydraulische Bremsen? Einspritzpumpe? Starter. Hey, so geht das nicht. Die startet nur mit Zusatzakku. Dann holen Sie doch mal einen. Seien Sie nicht böse, es tut mir leid. Ich bin hin und wieder etwas nervös.
Zündung? Oh ja, Jan. Ja, Zündung. Los, raus da! Na, wenigstens sind die anderen vier weggekommen. Hier ist der neue Gefangenentransport nach Kanada, Sir. Die Lagerverwaltung fragt an, ob Sie davon noch jemand hier behalten wollen, zu weiteren Verhören. Wen möchten Sie denn da haben? Wie wär's mit von Werra, Sir? Den möchte ich auf keinen Fall um die schöne lange Seereise bringen. Von mir aus würde ich eine besondere Eskorte bestellen für von Werra, damit er auch wirklich da eintritt. Also, unser Kuraufenthalt in England ist beendet. Wir verlassen diese gastlichen Gefilde. Und machen eine schöne lange Seereise nach Kanada. Kanada. Ich war schon mal in Kanada. Viele tausend Kilometer von ja, zu Hause. Ja, aber dafür sehr nah an den Vereinigten Staaten. Neutrales Land. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Unsere Gedanken gehören unseren Angehörigen daheim. Unsere Hoffnung setzen wir auf unser Vaterland. Und unser Glaube ist der Endsieg. Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Holen Sie gleich Ihre Verpflegung, wenn Sie rausgehen. Was gehört? Etwas schon. Nur wo das Lager ist, weiß niemand. Wir landen in Halifax. Aber ich glaube, von da ist noch lange Reise im Zug. Wachtmeister, wo kommen wir hin? Oder ist das ein Geheimnis? Ach, wo, ich glaube, das kann ich Ihnen verraten. Die Ordonanzen wissen es sowieso. Ihr kommt an den Obersee, nach Ontario. Schönes Lager. Vollkommen neu. Danke. Da ist der Fluss. Und auf der anderen Seite beginnt die USA. Irgendwo hinter Montreal, hm? Mhm. Also dann irgendwo hinter Montreal. Bitte sehr, meine Herren. Dankeschön. Danke. Doppelten. Doppelfenster. Kann man es aufmachen? Zugefroren. Also bitte. Mal alles herhören. Sie werden vor vier Tagen diesen Zug hier nicht verlassen. Wer etwa die Idee haben sollte, irgendwo rauszuspringen, den warne ich. Wir sind hier auf alles vorbereitet, sowohl drinnen wie draußen. Jeder Versuch zu fliehen ist sinnlos. Das wäre alles.
sind wir denn? Kalt. Ja. Wie ist denn? Will jemand von euch einen Apfel? Na ja. Könnt ihr euch welche holen? Hoffentlich kriegt er nicht alle Bauchschmerzen. Seht ihr, da geht's schon los. Die haben ja auch seit Monaten keinen Apfel gesehen. Na los, kommt schon, stellt euch auf in einer Reihe, in einer Reihe. Einer nach dem anderen, Jungs, einer nach dem anderen. Sie etwa? Was, Sie auch? Oh, könnt ihr nicht die Heizung mehr aufdrehen? So, alles zurück auf die Plätze. Hier ist eine Station. Los, auf die Plätze. Dauert ja nicht lange. Der Zug hält ja bloß ein paar Minuten. Los, setzt euch hin. Kommt schon, alles auf die Plätze. Gehen Sie auf Ihren Platz, bitte. Wir sind jetzt in Smith Walls. Noch zwei Tage das Theater. Ich muss schnell mal austreten. Ja, ich auch. Augenblick mal, langsam, langsam, nicht alle auf einmal. Schön aufstellen, nicht alles auf einmal. Die ersten nicht mehr aufhalten. Schön, wir sind vielleicht in einer Reihe. Raus! Jetzt! Nein, das wird zu schnell. Halt den Mund, hilf mir! Stellt euch auf! Stellt euch auf!
Dankeschön. Ah, bitte. Wo wollen Sie denn so spät noch hin? Nach Süden. An den Fluss. Johnstown? Ja, ja, Johnstown. Ich hab da Verwandte in Johnstown. Ich bin holländischer Seemann. Ach, direkt aus Holland? Ja, ich bin schon zweimal torpediert worden. In der Nordsee. Und nun suche ich mir lieber was auf dem Land. Oder wer weiß? Vielleicht auch auf dem Fluss? Jetzt werden Sie wohl damit kein Glück haben. Alles vollkommen zugefroren. So. Tja. Nun stellen Sie sich vor, nur ein paar Schritte über den Fluss. Und schon ist man in den Vereinigten Staaten. Tja, aber die Einwanderungsbehörden, die wissen nie, ob sie dafür sorgen sollen, dass die Menschen drin oder draußen bleiben. Nanu, warum haltet ihr denn schnell, hier? Wo ist das Telefon? Uns ist einer weggelaufen.
Sie Amerika. Wo bin ich? Sie sind in Ogdensburg, my boy. Amerika? Jawohl. Ogdensburg, USA. Come on. Stehen Sie auf. Ich bin... Ich bin ein Offizier der deutschen Luftwaffe. Ich bin... Ich war... britischer Kriegsgefangener. Ich bitte um... den Schutz Ihres neutralen Landes. Sie tun erstmal überhaupt nichts, mein Junge. Ich nehme Sie rein. Danke. 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 Ich muss schon sagen, der Junge hat Humor. Und wenn er nun nach Deutschland zurückkommt? Wir werden unsere Verhörmethoden sowieso mal wieder ändern müssen. Und vielleicht kommt er auch gar nicht hin. Er kam aber doch hin. Am 18. April 1941 traf Franz von Werra wohlbehalten in Berlin ein. Als einziger deutscher Offizier, dem es gelang, auf diese Art aus englischer Gefangenschaft in Kanada zu entkommen.